So, hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen bei einer wieder mal Folge Elite Dangerous. Depp, depp. Depp. So, da hört man jetzt auch was vom Spiel. Also ist eigentlich ziemlich viel passiert in letzter Zeit. Ich wollte jetzt trotzdem mal wieder was mit euch teilnehmen lassen. Ich werde jetzt meine Sprungreichweite, die ist jetzt bei der ESP schon auf 40 Lichtjahre. Und ich habe ein Stufe 2 Upgrade. Und ich habe vor, dieses Upgrade jetzt auf Stufe 3 zu bringen. Und ich habe ja eigentlich noch eine Python, die irgendwo rumsteht und dahin vegetiert. Und diese Python, die möchte ich jetzt auch mit einem FSA-Verbesserungsdingenskirchen ausstatten, denn die dümpelt irgendwas mit 15 Lichtjahren rum in etwa. Und da möchte ich natürlich viel mehr rauskitzeln, wegen, ja, mit 15 Lichtjahren macht es nicht allzu sehr Spaß. Ich habe jetzt schon die S-Partikel davor, glaube ich, so 25 Lichtjahre Sprungreichweite in etwa. Jetzt hat sie knapp über 40. Können wir dann nochmal als Vergleich dann angucken. Und jetzt fliege ich erstmal an meinem Ziel vorbei, so wie immer. Na, eigentlich bin ich in der richtigen Geschwindigkeit, aber. Ach, da muss ich hin. Die Frau hat sich ja hier einen schönen Sitz ausgesucht bei einem Gasriesen. Und dann auch noch auf so einem kleinen Mond. Nicht gerade viel Schwerkraft, aber naja. Wer sich's aussuchen kann. Ja, und freue ich mich schon. Ich habe jetzt davor, ich habe noch Phosphor gebraucht. Und das habe ich auf einem Planetoiden mir ersucht. Hier, gewinnt der Bauplan. Phosphor und dann muss ich noch Modulterminals holen. Und jetzt habe ich eigentlich alles. Und so, nicht vorbeifliegen. Und dann möchte ich halt, wie gesagt, erstens das Schiff hier und dann zweitens die Python. Und dann kann ich die Python wirklich mal nutzen, wegen sonst macht es wirklich keinen Spaß, wenn man dann so 15 Lichter Sprungreichweite hat und dann von einem System zum anderen, dann, wegen die sind ja nicht immer im optimalen Abstand, dann immer so 10 Lichtjahre springt, dann dauert das schon recht lange. Spaß sieht dann etwas anders aus. Oh, schöner Krater hier. Oh, jetzt muss ich drastisch abbremsen. Okay. Sieht noch ganz gut aus. Auf der dunklen Seite des Mondes. Oh, der es wird hell. Scheinwerfer haben wir jetzt angemacht. Man sieht hier jetzt schon dieses Blinken des Turms. Man sieht jetzt sogar den Turm schon aus über 200 Kilometer Entfernung. Das ist so, als würde ich von meinem Wohnsitz bis nach Polen gucken. Na? Na? Oh, die ganzen Nebel. Schön. Ja, und vor habe ich den Esp halt so zu pimpen. Um das jetzt einfach mal ganz lässig und cool zu sagen, um dann halt ein bisschen die Nebel am Rand der Galaxie zu begutachten. Das ist eigentlich ein bisschen wieder forschen, ein bisschen wieder rumfliegen, ein paar Forschungsdaten machen und ein bisschen Geld. Das große Geld kann man jetzt nicht mehr machen mit den Missionen, wie ich sonst immer nach Maya geflogen bin und zurück und dann gute 10 Millionen manchmal gemacht habe. Das war sogar früher noch mehr. Das ist jetzt, das war's. Das war einmal, das ist jetzt nicht mehr. Das hat sich jetzt runterskaliert auf 200.000, 300.000. Für die gleichen Sachen, wie man früher, wo man früher 2 Millionen gekriegt hat. Also das haben die jetzt alles getriggert, sage ich jetzt mal. Ich habe keine Ahnung, was die Worte bedeuten. Ich sag die jetzt einfach nur so, also.
Na? Und? Interessant. Kilo Alpha Romeo, commencing automated flight control routine. Please observe docking protocols. Landing gear deployed. Okay. Hier sind diese Landepads mit blauen Hologrammen. Bei dem Imperium sind es, glaube ich, immer rote, glaube ich. Und bei der Föderation sind diese orangen. Ne? Man kann ja auch irgendwie dieses Cockpit die Farbe ändern oder irgendwie so. Oder kommt drauf an, was man für ein Schiff fliegt. Da ändert sich die Farbe. Wow. So, ein bisschen nach rechts. Ein bisschen nach rechts. Ein bisschen nach rechts. Ein bisschen nach rechts. Und langsamer. Runter und Hangar betreten. Touchdown complete. Engaging ship restraints. Your arrival has been noted. Aha, mein Ankommen wurde registriert. Das klingt ja vertrauenswürdig. Gut, wir docken jetzt erstmal an. Und ich gehe nochmal in die Galaxiekarte. So, meine derzeitige Sprungreichweite ist, wenn ich nicht gerade 4 Tonnen mit habe, 40 Lichtjahre. So, 40,7, um ganz genau zu sein. Sternhafendienste. Wo bist du? Hier. Ah, jetzt hängt's wieder. So. FSA. Ja, der. Ach nee, schneller FSA. So. Hier bräuchte ich das hier, aber das habe ich nicht. Das Passeutimie. Ach, Ordnungszahl 59, Melzpunkt. 1208 Kelvin. Diese Weichung gut formbar. Egal, das ist interessiert uns ja jetzt gar nicht. Ich habe das hier. Unsere Sprungreichweite, Masse, steht das? Intaktheit? Damit tun sie dem Schiff schon etwas Gutes. Ich habe es auf dem Weg zum Kohlsacknebel getestet und es ist sein Geld wert. Diese Modifikation sorgt für längere Sprungreichweiten, nimmt allerdings verringerte Modulintaktheit, das ist okay, und höhere Masse in Kauf. Wirklich das absolute Minimum für ein ernstzunehmendes Forschungsschiff. Genau, das soll es ja sein. Hier bräuchte ich... Ach, das darf ich noch gar nicht machen. Das ist gesperrt. Und Energienetzgruppe. Zu finden auf Pales Enterprise im System. Ah, das ist aber interessant. Das ist nett, dass sie das gleich sagen. Sagen die es hier auch? Nee. Auf Steiner Plattform im Aska. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Das habe ich alles nicht. Das ist natürlich schlecht. Für mich. Hier bräuchte ich nur das. Das könnte ich einkaufen. Das ist gut zu wissen. Ach so, ich wollte ja. Dann machen wir es mal. Energiebedarf. Optimale Masse kann ganz schön runtergehen. Aber ich will ja eigentlich. Intaktheit geht hoch. Ist es die Intaktheit? Ich weiß nicht. Experimentellen Effekt. Experimentell. Keine Ahnung, ob ich hier irgendwas machen kann. Okay, dann starten wir. Ja, ob's. Ja, genau. Und los.
Aha. Na, das hättest du ja lassen können. Ich dachte, ihr tut irgendwie es nur verbessern. Das wäre ja toll gewesen. Aha, ganz toll. Es ist Energiebedarf, ist, naja, es ist Energiebedarf, ist eigentlich egal. 10% mehr, hä? Also erstmal anwenden. Dann ist es ja schon mal dabei. Stufe 3. Ich hoffe, das wird jetzt besser und nicht schlechter. Na los, gucken wir mal. Das hätte ich mir auf meinen Reisen auch gewünscht. Okay. Jetzt hoffen wir mal, dass es mehr geworden ist. Also. 38 Lichtjahre! Es ist schlechter geworden! Stufe 3 Upgrade ist schlechter geworden! Wollt ihr mich verarschen? Anscheinend ja! Ich glaub's nie. Ja, dann muss ich das jetzt nochmal machen. Ich habe sowieso noch mehr Versuche. Das ist schlechter geworden als Stufe 2. Das ist doch nicht euer Ernst. Ja, erhöhte FSA-Reichweite. Drei Versuche habe ich noch. Na, das ist ja schrecklich. Na toll, Energiebedarf, aber ich weiß nicht, ob der. Wunderbar, Intaktheit. Ist es jetzt besser geworden? Intaktheit wird noch schlechter. Ist das jetzt nochmal 9% schlechter, als es jetzt ist? Das wäre schlecht. Ich wende es mal an. Ey, ich werde hier wahnsinnig. Stufe 4 ist ja wunderbar. Ich kann jetzt Stufe 4 machen. Für Stufe 4 brauche ich aber Energie. Energienetzgruppe. Das kann ich ja irgendwo kaufen. Auf 40 Zeti. Also ich werde hier wahnsinnig. Wollt ihr mich denn total ruinieren? Es ist jetzt mit Masse ist es viel schlechter geworden. Und das ist 2 Lichtjahre schlechter geworden. Großartig, Ingenieure, ihr könnt mich mal. Ey, ganz im Ernst? Und dafür hätte ich einen Versuch. Und da kann eigentlich nicht ganz so viel schief gehen. Die Masse kann dann noch viel schlechter laufen. Aber die Masse ist es doch, oder? Masse, optimierte Masse. Na, ich würde mal sagen, da hole ich mal das und probiere das mal aus. Da kann ich es zwar nur einmal ausprobieren, weil ich nur einmal Mangan habe. Oh Gott, hätte ich mich doch nur mal informiert davor. Geh doch mal weg. Mangan habe ich nur einmal. Energienetzgruppe. Zu finden auf Palace Enterprise im System 40 CT. Es ist schlechter geworden, ey. Das hätte ich jetzt wirklich nie gedacht, dass die Sprungreichweite schlechter wird, wenn ich eine Stufe höher gehe. Oh. Ich hab's vergessen, wie es hieß. Auf 40 CT. Mein Gott, wie konnte ich das so schnell vergessen? Palace Enterprise 40 CT. Ich hoffe, dann ist es da auch da. 40. CT. Oh Gott, wo bist denn du? Na gut, so weit ist es eigentlich gar nicht. Palace Enterprise. Palace Enterprise, 40 CT.
Ja, was bleibt mir anders übrig? Also, ich habe jetzt eine schlechtere Sprungreichweite als davor. Danke. Für nichts. Für gar nichts. Könnt mich mal. Dass das schlechter wird, das hätte ich nie gedacht. Gut, nur 6 Sprünge. Nee. Ich will mein Geld zurück. Kann da nicht irgendwo eine Skala stehen? Hier, Sprungreichweite würden so und so viel Prozent verbessert oder verschlechtert? Das bräuchte ich. Oder habe ich es übersehen? Ich würde mal gern. Also, sowas wäre wirklich noch hilfreich. Sehr laut. Natürlich wieder hinter dem Planeten. Doch, ja, alles. Ihr könnt mich doch mal kreuzweise. Ja, also, das ist ja. Furchtbar. Furchtbar. Python wollte ich ja auch noch verbessern. Ich dachte jetzt wirklich, eigentlich müsste es ja verbessert werden. Ne, von 40 Lichtjahren vielleicht auf 45 minimal. Und vielleicht noch besser. Und dann hole ich meine Python und tue die dann auch noch verbessern. Aber nein. Was kommt raus? 2 Lichtjahre weniger und die Masse ist so hoch, dass ich bei 2 Tonnen schon 3 Lichtjahre weniger habe. Das ist doch unmöglich. Ich verklag die. Was hätten die mir auch sagen können? Dann sagt die auch noch, oh, was für tolle Ausrüstung. Sowas hätte ich früher auch gern gehabt. Hahaha. Gut. Ich glaube, ich melde mich nochmal, wenn ich die Ware habe und zurückfliege. Ist doch alles zum Kotzen, dieses blöde, verdammte Drecks. Und überhaupt, was haben die sich überhaupt dabei gedacht? Ja, aber erstmal so eine Skala wäre wirklich praktisch. So eine Skala wäre wirklich praktisch, dann zu sehen, ah, so ist es. Naja, egal.